Einen wunderbaren guten Abend, liebe Vogtländer, guten Abend, liebe Zwickauer. Ihr Nico Müller wünscht Ihnen einen wunderbaren Abend und ich hoffe natürlich, dass ich den ein oder anderen dann bei Rock Classics sehen kann. Bis dahin alles, alles Gute. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Open-Air-Spektakel an der Göltschtalbrücke steht in den Startlöchern. Spendenübergabe im Spielhaus Zwickau und Rassekatzen bevölkern die Muldentalhalle. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Guten Abend und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie den Weg wieder zu uns, zu TV Westsachsen, gefunden haben. Mit neuem Namen, aber mit altbewährtem Konzept gibt es am 3. Juni 2017 die 23. Auflage der größten Open-Air-Party im Vogtland. Aus Philharmonic Rock wird Rock Classics. Zu den Hintergründen der Namensänderung, aber vor allem zum Programm, informierte kürzlich der Veranstalter Kraus Event. Wir waren mit der Kamera für Sie vor Ort. An altbewährtem Festhalten, dem Kind aber einen neuen Namen geben. In dieser Situation befand sich Veranstalter Kraus Event in der Vorbereitung des größten Freiluftevents im Vogtland. Es ist immer unser Bestreben als Veranstalter natürlich am Veranstaltungstag nach Absprache mit Sponsoren, mit Vermietern alles so vorzubereiten, dass der Kartenvorverkauf fürs Folgejahr läuft. Wir haben die Veranstaltung in den letzten Jahren als Veranstalter, denke ich, mit allen Partnern sehr gut weiterentwickelt. Deswegen gab es für uns überhaupt keinen Anlass, dass wir nicht an dem Projekt festhalten. Jetzt gab es leider inhaltliche Störungen, für die wir nichts können als Unternehmen. Und das hat uns dazu veranlasst, aus Respekt auch einfach zu den Protagonisten, die dieses Projekt mit vorangetrieben haben, den Namen zu ändern, um einfach ein Zeichen zu setzen. Passt auf, Leute, Philharmonic Rock ist Rock Classics. Es findet statt, es ist das Open Air im Vogtland. Aber wir wollen nicht als Spielball gelten und deswegen ist es uns eben ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Weg weiter beschreiten. Wir sind in einem sehr freundschaftlichen Verhältnis mit allen Personen und das hat uns dazu veranlasst. Mit Rock Classics wird die Erfolgsgeschichte von Philharmonic Rock fortgeführt. Bereits 1500 verkaufte Tickets sprechen dafür. Auch diesmal wieder kommen die Menschen wegen der Musik. Das konnte auch einer der Protagonisten des Events nur bestätigen. Also die Menschen wollen einen schönen Abend genießen, einen schönen Abend bei guter Musik, bei guter klassischer Musik jetzt im umfassenden Sinne. Also das kann Rockmusik sein, das kann Popmusik sein, das kann aber auch Musik sein, die 200, 300 Jahre alt ist. Insofern, wir haben 7 Solisten am Start. Wir haben die Protagonisten wie immer, die René Möckel Band, Vocabella, die natürlich die Vogtland Philharmonie und haben mit diesen 7 Solisten gemeinsam ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das also von neuesten Titeln von Adele über Justin Timberlake bis hin zu Klassikern eigentlich alles bereithält. Das alles in handgemachten Arrangements für Orchester, Band und Solisten. Und das ist eigentlich das Geheimnis auch von Philharmonic Rock immer gewesen. Und das soll auch das Geheimnis der kommenden Veranstaltungen immer sein, dass wir dort mit den entsprechenden Protagonisten ein ganz neues Musikerlebnis schaffen, in dem sich eben klassische Musiker aus dem Orchester und Rockmusiker aus der Band auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und das macht diese Veranstaltung so einmalig und dann auch fürs Publikum ebenso empfehlenswert. Einer, der 2015 zum ersten Mal an der Göltschtalbrücke als Solist auf der Bühne stand und die Massen begeisterte, ist Nico Müller. Auch wenn der gebürtige Vogtländer aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Dresden verlegt hat, freut er sich nach 2 Jahren wieder bei diesem großen Event dabei zu sein und damit dem Wunsch vieler Besucher nachzukommen.
Ja, der Wunsch geht in Erfüllung. Der Stefan hat mich rechtzeitig gefragt und auch Kraus-Event, das ist ja immer so eine terminliche Frage, weil ich relativ viel unterwegs bin, auch mit anderen Veranstaltungen. Und es hat dieses Jahr wieder gepasst und ich freue mich einfach wieder in der Heimat zu sein und vielleicht mit dem einen oder anderen musikalischen Titel auch zu überraschen. Für die Leute, die es nicht wissen, du hast ja Operngesang studiert und was machst du jetzt? Was sind jetzt deine Ziele und was wirst du an der Göllstadtbrücke tun? Also ich habe Operngesang studiert und bin weiterhin natürlich Opernsänger, habe natürlich mein Betätigungsfeld ein bisschen ausgeweitet. Einfach, ich habe sehr viel im Musical zu tun, ich habe sehr viel in diesen Crossover-Formaten zu tun, eben auch mit Adoro. Da geht es natürlich auch dieses Jahr wieder los. Wir machen ein neues Album, nächstes Jahr gehen wir groß auf Deutschland-Tournee. Und so wird es dieses Jahr dann auch bei Rock Classics sein. Also es wird vom klassischen Gesang, wie man das als Opernsänger macht, bis hin zu natürlich den modernen Stilistiken, Pop-Crossover zu Rock. Also ich glaube einfach, das Besondere ist bei dieser Veranstaltung, dass ich zeigen kann, dass auch Opernsänger ein bisschen rocken können. Das hast du ja schon vor 2 Jahren gezeigt. Wir erinnern uns, als du auf der Bühne standest und hast Rammstein gesungen. Ja, das, so ein Highlight wird es auch wieder geben. Ich darf noch nicht verraten oder ich möchte auch noch nicht verraten, weil es eine Überraschung ist. Aber in die Richtung wird es eventuell wieder gehen, ja. Dann freuen wir uns ganz sehr, dich wieder zu treffen an der Göllstadtbrücke. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch drauf. Auch in diesem Jahr sind die Preise sowohl für Sitz- als auch Stehtickets wieder bezahlbar. Und das auch dank zahlreicher Sponsoren. Zu denen gehört von Anfang an auch die Wernesgrüner Brauerei. Neben sportlichen Veranstaltungen unterstützt die heimische Brauerei auch die Kultur der Region. Letztendlich liegt uns unsere Region am Herzen. Ne? Unabhängig, ob das jetzt Sport oder Kultur ist, sind wir uns auch unserer regionalen Verantwortung natürlich bewusst als großes Unternehmen in der Region und nehmen die natürlich auch gerne wahr. Noch besser ist es dann natürlich, wenn viele Vogtländer oder Vogtländerinnen bzw. das Umland gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Und da sind wir natürlich immer gerne Partner bei solchen Sachen, weil das ist ja auch für uns das Verständnis von Wernesgrüner, dass wir stehen für eine gute Zeit gemeinsam. So könnte man das zusammenfassen, denke ich. Es ist ja ein Familienfest, wo auch gerne mal das eine oder andere Bier getrunken wird. Ja, selbstverständlich. Ja. Also auf allen Veranstaltungen, wo wir uns engagieren, wird mehr oder weniger jetzt Bier getrunken. Ich meine, es gibt ja auch nichts Schöneres als an einem lauen, man kann ja schon dieses Jahr sagen, fast Sommerabend, ein kleines Bierchen zu trinken. Und in dem Fall Wernesgrüner. Dann heißt es jetzt Karten sichern für das große Freiluftevent an der weltgrößten Ziegelbrücke, der Göllstallbrücke. Après-Ski-Party und Kindereinrichtung. Das sind zwei Begriffe, die im ersten Moment nicht recht zusammenpassen wollen. In Zwickau aber irgendwie schon. Hier wird Freude haben mit Freude schenken verbunden. Auf der Party gibt es eine Tombola und die Erlöse kommen dem Spielhaus in der Zwickauer Hauptstraße zugute. Vor staunenden Kinderaugen wird Geld in eine Spendenbox gezählt. Und es ist nicht nur Kleingeld. Nach dem Wechseln ist da auch manch grüner Schein dabei. Nutznießer sind die Kinder des Zwickauer Spielhauses. Die Einrichtung in der Hauptstraße bietet Kindern eine interessante Freizeitgestaltung, aber auch ein lockeres Kennenlernen. Das Spielhaus ist eine offene Kinderfreizeitstätte. Die Kinder können nach der Schule zu uns kommen und ihre Freizeit bei uns verbringen. Im Alter von 6 bis 12, 13 Jahren. Sie können spielen, wir haben jeden Tag ein Angebot, das können sie wahrnehmen, müssen sie aber nicht. Die Angebote sind kostenfrei, was ist auch schon kostenfrei in manchen Einrichtungen. Ne? Aber ganz ohne Geld geht es eben auch hier nicht. Und staatlicherseits kann nun mal nur ein Grundbedarf abgedeckt werden, damit es solche Einrichtungen überhaupt geben kann. Da sind dann Ideen gefragt. Und das Personal ist oft genug unterwegs, wie Außendienstmitarbeiter. Ich bin halt immer auf Suche von Menschen, die uns unterstützen. Und da bin ich halt auf den Herrn Schwarz gekommen. Und der Herr Schwarz hat eigentlich im Vorfeld schon uns unterstützt. Und als die Aktion angefangen hat mit der Après-Ski-Party, hat er uns gefragt, ob wir nicht mithelfen könnten, eine Tombola zu machen.
Und da habe ich also auch erstmal gestutzt und er sagte, na, das Geld ist dann für euch. Und dann waren wir ja glücklich und haben gesagt, natürlich unterstützen wir da, die Tombola zu machen, weil wir sind ja da auch mit darauf angewiesen. Zahlreiche Gäste der Après-Ski-Party sahen das auch so und kauften die Tombola lose, sodass die Kinder mit steigender Begeisterung mitzählen konnten. Was hast du denn gezählt? 530. Klingt gut. 833,20 € landeten schlussendlich in der Spendenbox zur Freude der Kinder und zur Erleichterung der Leiterin. Ja, dass es so eine große Summe zusammengekommen ist, das ist ja schon enorm. Die Kinder wünschen sich ja jedes Jahr in die Jugendherberge zu fahren. Unsere Einrichtung arbeitet ja auch mit viel sozial schwachen Kindern zusammen. Und das werden wir natürlich dazu nutzen. Demnächst werden wir auch einen Flur umgestalten. Das sind so Dinge, die nicht so im Budget mit inbegriffen sind, die wir dann zusätzlich machen können. Und vor allen Dingen auch Tagesausflüge, sei es jetzt mal ein Leipziger Zoo oder auch Plon. Das sind Dinge, sind so Highlights, die die Kinder immer möchten. Und damit sie das auch weiterhin bekommen können, sind Spenden immer willkommen. Auch auf der nächsten Après-Ski-Party. Werbung. Frischer Wind für Ihre vier Wände. Mit der Bau Zwickau in die Bausaison starten. Die Baufachmesse Zwickau bietet Ihnen aktuelle Informationen rund ums Bauen, Renovieren, Sanieren, Modernisieren und Wohnen. Rund 115 Aussteller stehen auf über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit fachkundigem Rat zur Seite. Das Ausstellungsspektrum reicht vom Keller bis zum Dach. Lassen Sie sich inspirieren. Achtung, aufgepasst an alle Architekten, Planer und in der Baubranche tätigen Unternehmen. Am Freitag, den 10. März, ist Fachbesuchertag. Jetzt vormerken, 10. bis 12. März 2017. Bau Zwickau, die Baufachmesse für die Region in der Stadthalle Zwickau. Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Sit down. We are still in trouble. Still in shambles. Here we are. Something's in trouble. Der neue Citroën C3. So einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Ich gehe gerne in den Sportpark, weil ich meine Gelenke in Schwung halten möchte, weil mir das Training Spaß macht. Manchmal gehe ich mit meinem Mann, manchmal gehe ich alleine, was auch immer wieder Spaß macht. Wenn man auch mal gemeinsam was machen kann, ist halt ein totaler Ausgleich zu meinem Beruf. Da ich im Friseurbereich arbeite, habe ich halt sehr arme Schultern, werden halt sehr beansprucht. Und das kann ich halt dann wirklich so machen, also dass man es halt wirklich wesentlich besser geht, vielleicht wie andere Leute, die gar nichts machen. Es ist einfach schön hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen.
Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wolf und Poser Merane, wir bauen Ihr Traumbad komplett und aus einer Hand. Egal ob Neubau oder Renovierung, bei uns finden Sie Ideen, Anregungen und vor allem Ihren kompetenten Partner für Bäder, Wellness, Heizung und regenerative Energien. Mit Wolf und Poser gehen Sie auf Nummer sicher in Sachen Planung, Ausführung und Bauüberwachung. Von der ersten Skizze über die Auswahl aller Komponenten bis hin zur Koordinierung des gesamten Bauablaufs stehen wir Ihnen mit Know-how und Erfahrung aus anderthalb Jahrzehnten Bäderbau zur Seite. Machen Sie aus Ihrem Bad ein Traumbad, einfach und aus einer Hand mit dem Service von Wolf und Poser Merane. Schöne Bäder, komplett und viel mehr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Bau Zwickau am Stand 5. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWO-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWO-Bau. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen feiert das Frauennetzwerk der IG Metall Zwickau gemeinsam mit den Kolleginnen aus den verschiedenen Betrieben der Region den 106. Internationalen Frauentag. In dem gewerkschaftlichen Netzwerk arbeiten Betriebsrätinnen, Vertrauensfrauen und frauenpolitisch engagierte Kolleginnen der Region Zwickau, Vogtland und dem Erzgebirge zusammen. Die Feier zum Internationalen Frauentag bietet ein buntes Programm, bei dem natürlich auch gelacht und getanzt werden kann. Aber auch Fragen um die Verbesserung der Arbeitszeitgestaltung im Betrieb werden entsprechend diskutiert. In Crimmitschau werden morgen zwei neue Warnsysteme in Betrieb genommen. Das neue Sirenenwarnsystem und das SMS-Melde- und Warnsystem. Die Inbetriebnahme erfolgt mit einer Komplettprobe ab 17 Uhr. Das heißt, zeitgleich mit den Sirenensignalen wird das SMS-Melde- und Warnsystem in Gang gesetzt. Die Probe-SMS erhalten die Personen, die sich für einen Eintrag in das unentgeltliche SMS-Melde- und Warnsystem der Stadtverwaltung Crimmitschau eingetragen hatten. Auch jetzt noch können sich Firmen und Personen in dieses SMS-Melde- und Warnsystem aufnehmen lassen. In Plauen findet am Donnerstag die zweite Zusammenkunft der Bürgerwerkstatt Stadtgrün statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Quartier 30 in der Bahnhofstraße. Angesprochen sind Bürger, die sich gern selbst fürs Stadtgrün engagieren wollen. Die Spitzenstadt bietet unter anderem die beiden Bürgergärten und die Schmetterlingswiesen. Engagement ist bei den Fledermauskästen, den Pflanzaktionen, dem Frühjahrsputz sowie der Pflege von kleinen Grünflächen und Pflanzkübeln gefragt. Bei dem Treffen werden unter anderem die Projekte für das laufende Jahr vorgestellt. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Etwa 160 Katzen hatten sich am Wochenende gemeinsam mit ihren Züchtern in der Muldentalhalle in Wilkau-Haslau eingefunden. Die Rassekatzenschau der Mülsener Samtpfötchen ist immer ein Magnet für viele Liebhaber der edlen Vierbeiner.
Von denen schienen sich aber gar nicht alle für den Trubel um sie herum zu interessieren. Eine Katze macht eben, was sie will und nicht immer das, was der Mensch erwartet. Und so braucht man für das gelungene Porträtfoto eben auch etwas mehr Aufwand und etwas mehr Geduld. Nur wenn es zur Wertung geht, dann hat eben wieder der Züchter die Hosen an. Da wird dann gebürstet, was das Zeug hält. Immerhin ist die Schau in Wilkau-Haslau Teil der internationalen Wertungen. Und während die einen auch hier wieder alles mit stoischer Ruhe über sich ergehen lassen, können es die anderen kaum erwarten, sich vor der Jury mit Kampfrichtern aus Deutschland, Holland und Frankreich zu präsentieren. In der Halle wurde derzeit auch viel gefachsimpelt. Sind es doch keine einfachen Hauskatzen, sondern Exoten, die hier gezeigt werden. So wie die Nebelungkatzen, eine verhältnismäßig junge Rasse. Auch die Züchter, die Familie Feuerbach, kommen nicht gerade aus der Nachbarschaft. Wir kommen aus der Partnerstadt von Wilkau-Haslau, aus Griesheim bei Darmstadt. Damit haben sie den ersten Pokal schon mal sicher. Die erst 1987 bei der TECA standardisierte Rasse stammt aus den USA. Der Standard wurde der russisch-blau angeglichen. Und so ist sie auch noch recht selten. Unsere ersten zwei Mädels haben hier aus Amerika kommen lassen, aus der Originalzucht. Weil in ganz Europa nichts gab. Passend wie unseren gerade damals. Okay, gefällt mir und passt zu meiner Linie. Und dann haben wir aus Amerika, aus der Originalzucht von der Cora Cobb, die die Rasse in Amerika begründet hat, haben wir uns zwei Mädels kommen lassen. Auf der Rassekatzenshow gibt es ebenso manche Besonderheit zu erleben. Und auch im nächsten Jahr wird es die Veranstaltung geben. Wer sich für Katzen interessiert, kann sich das für Anfang März schon mal vormerken. Im Foyer des Reichenbacher Rathauses ist seit heute die Ausstellung Energetische Sanierung zu sehen. Es gibt Antworten auf Fragen wie zum Beispiel, wie sollte eine energetische Sanierung umgesetzt und welche Details müssen beachtet werden. Die sächsische Wanderausstellung Energetische Sanierung richtet sich an Privatpersonen, Bauherren, Planer, zukünftige Hauseigentümer und interessierte Bürger. Zu sehen ist die Wanderausstellung noch bis zum 31. März zu den Öffnungszeiten der Reichenbacher Stadtverwaltung. Der Erzgebirgszweigverein Zwickau lädt alle Vereinsmitglieder und Gäste am Donnerstag um 17 Uhr ins Brauhaus nach Zwickau ein. Unter dem Motto »Frauen sind keine Engel« wird die Sängerin Ellen Hattenhorst-Blusensky charmant und humorvoll mit Chansons, Couplets und Liedern zum Thema Frauen auftreten. Ein Programm, das auch für Männer interessant sein könnte. Unter dem Titel Klassik in Hollywood steht am Donnerstag das 5. Sinfoniekonzert in der Zwickauer Neuen Welt. Solistin an der Violine ist Liv Migdal. Begleitet wird sie vom Philharmonischen Orchester Plauen-Zwickau unter der Leitung von Roland Techet. Es werden Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Erich Wolfgang Korngold und Ludwig van Beethoven gegeben. Beginn ist um 19.30 Uhr und eine halbe Stunde vorher findet eine entsprechende Werkeinführung statt. Werbung. Kompetente Beratung in Sachen Sicherheit gibt's auf der Bau Zwickau. Am Gemeinschaftsstand von Polizei und der Wutzler Sicherheitstechnik. Bau Zwickau vom 10. bis 12. März in der Stadthalle Zwickau. Wir sichern Ihr Zuhause. Die Johanniter sind auch in Zwickau für Sie da. Lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen. Ob Unterstützung durch den ambulanten Pflegedienst oder in der Hauswirtschaft, bei Fahrdiensten oder mit den verschiedenen Notrufdiensten wie dem klassischen Hausnotruf. Bei den Johannitern bekommen Sie Angebote ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Lassen Sie sich beraten in unserem Servicepunkt in Zwickau-Marienthal in der Jakobstraße 36. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken,
Sat- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Küche und Designwochen vom 25. Februar bis 18. März. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Landesligist DFC Westsachsen hat ein Testspiel gegen die Spielgemeinschaft Radebeuler BC Fortschritt Meißen klar mit 8:1 gewonnen. Beim zweiten der Landesklasse Staffel Ost starteten die Zwickauerinnen alles andere als souverän. Es gab viele individuelle Fehler und die taktische Zuordnung stimmte überhaupt nicht. Zudem verletzte sich Nadine Hegewald ohne gegnerische Einwirkung am Fuß und musste das Spiel beenden. Erst nach ca. 20 Minuten fand der DFC in seinen Rhythmus und kam dann zum Torerfolg. Unterdessen haben die C-Juniorinnen des Vereins den Einzug ins Endrundenturnier des VW Juniorenmasters in Wolfsburg geschafft. Nachdem sich die Zwickauerinnen in der Regionalgruppe Ost gegen Chemnitz und Jena durchgesetzt hatten, wurde im Entscheidungsspiel der Bischofswerdaer FV mit 2:0 besiegt. Am 20. Spieltag der Handball-Oberliga kassierte der SV 04 Oberlosa eine 28:31 Heimniederlage gegen den HC Burgenland. Den besseren Start erwischten die Hausherren. 10 Minuten waren gespielt und die 04er führten mit 5:2. Wenig später wurde der Vorsprung auf 7:3 ausgebaut, doch im Anschluss kamen die spielstarken Gäste besser in die Partie. Nachdem sie den Ausgleich geschafft hatten, gingen die Naumburger beim 11:12 erstmals in Führung und waren danach nicht mehr zu stoppen. Mit nunmehr 22:18 Punkten belegen die Spitzenstädter weiter den 5. Tabellenplatz. In der Handball-Sachsenliga hatte der HC Einheit Plauen am vergangenen Samstag etwas Mühe im Auswärtsspiel bei der HSG Riesa Oschatz. Insbesondere in der ersten Halbzeit war Trainer Rüdiger Bohns mit der Leistung seiner Schützlinge nicht zufrieden. Erst im zweiten Spielabschnitt gab es eine deutliche Steigerung und am Ende einen verdienten 34:25 Erfolg für die Spitzenstädter. In der Tabellensituation ändert der Sieg leider nichts. Da auch der HC Elbflorenz 2 gewinnen konnte, liegt Einheit weiterhin mit 4 Punkten Rückstand auf Rang 2. Morgen hat die Sonne aufgrund einer dichten Wolkendecke keine Chance. Zudem bleibt es regnerisch und die Temperaturen liegen zwischen 7 und 2 Grad. Es weht ein zum Teil starker Wind aus südwestlicher Richtung. Auch in den folgenden Tagen kommt es kaum zu Auflockerungen.
In der Nacht zum Donnerstag ist Vorsicht geboten. Nebel sorgt für schlechte Sicht auf den Straßen. Trotz steigender Temperaturen muss weiter mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am Samstag steigt das Thermometer auf bis zu 9 Grad. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen bei Tag aktuell von TVS Sachsen. Wenn Sie Lust haben, morgen haben wir wieder ein Date um 19 Uhr, lade ich Sie ganz herzlich ein. Davon mal abgesehen, können Sie uns natürlich jederzeit auf unserem YouTube-Kanal sehen, die ganze Sendung oder auch einzelne Beiträge. Die Adresse haben wir natürlich für Sie komfortablerweise eingeblendet. Ich sage ciao und tschüss, bis morgen.